Hallo ihr Buchverrückten, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal meinen Lesemonat für den September 2021. Ich glaube, ich drehe das Video jetzt schon zum 10. Mal, denn meine Kamera hat auf einmal die Aufnahme angehalten und ich habe nie den Anfang gefunden, aber ich hoffe, jetzt schaffen wir es endlich. Ich weiß, es war jetzt sehr lang ruhig, also ich glaube, es waren 3 oder 4 Wochen, wo gar nichts von mir kam. Ich habe auf keinen Kommentar reagiert, ich habe gar nichts gemacht. Das liegt natürlich daran, dass ich extrem im Stress war. Also ich habe euch ja im letzten Video schon erzählt, ich habe die neue Arbeitsstelle angefangen, plus die Schule. Also das Amtgymnasium, das ist natürlich, es war die Hölle. Also ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich kam zu gar nichts mehr. Am Wochenende habe ich dann extrem viel Schlaf nachgeholt oder habe probiert, meine Familie und meine Freunde irgendwie unterzukriegen. Gerade irgendwie so. Es war einfach stressig. Jetzt habe ich es langsam im Griff. Ich weiß so langsam, wie ich wann was wo time, damit es sich ausgeht, damit alles noch ein bisschen entspannt ist, damit ich ja, mich nicht komplett selbst überfordere und quasi so ins Burnout reinschlitter. Also ich glaube, ich habe es im Griff bekommen und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie ich dazu komme, meine YouTube-Videos zu drehen und meine Blog zu befüllen und Co. Entweder ich mache es, also den Blog kann ich immer mal wieder zwischendurch machen, wenn ich mal irgendwo stehe und warte, weil das kann ich am Handy machen, die Blogbeiträge schreiben. Daheim werden sie dann natürlich nochmal überarbeitet, aber das ist dann nicht mehr so extrem viel Aufwand wie das Schreiben an sich. Und YouTube-Videos drehe ich euch einfach mal am Wochenende ab. Ich hoffe, dass ich so alle 2 Wochen dazu komme, was natürlich für mich auch heißt, ich muss viel vorproduzieren. Weil wenn ich da mal nicht dazu komme, hätten wir wieder Flaute, wäre natürlich auch nicht gut. Das heißt, ich probiere so viel wie möglich im Vorhinein zu drehen, was natürlich für euch auch heißt, ihr seht mich jetzt wahrscheinlich in den nächsten 3, 4 Videos mit demselben Outfit und derselben Schminke und demselben Ich. Also daran wird sich jetzt wohl nichts ändern, aber ich habe einfach die Zeit nicht, dass ich mich 3-mal in der Woche hinsetze oder jede Woche sogar vielleicht oder weiß ich nicht, 2-mal in der Woche, ich schaff's nicht. Es geht nicht, deswegen hoffe ich, dass wir irgendwie, dass ich zumindest so irgendwie dazu komme, meine Videos zu drehen. Ich hätte gesagt, langes Drumherum, wir fangen einfach mal an und ich hoffe, dass sich das bessert mit meinem Stress und meiner Zeit. Ich habe es geschafft, 4 Bücher zu lesen, was mich selbst ein wenig überrascht hat, denn ich kam eigentlich so viel zum Lesen, weil ich entweder viel zu Hause war oder viel Wegzeit hatte. Also auf jedem Weg, den ich irgendwie hatte, in die Arbeit, zu Freunden, zu meiner Mama, zu was auch immer, habe ich gelesen. Das fällt jetzt weg, da ich im Homeoffice tätig bin, was natürlich heißt, ich habe keinen Arbeitsweg. Am Weg in die Schule habe ich oft eher mir die Unterlagen angeschaut, aus dem Unterricht nochmal geschaut, was ist unklar, wo sollte ich vielleicht nochmal nachfragen. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht richtig verstanden habe, was ich mir jetzt vielleicht nochmal anschauen sollte, um es im Unterricht dann, um mitzukommen und so. Das habe ich dann eher am Weg gemacht, das mache ich jetzt auch noch sehr häufig, aber ich nutze meistens den Rückweg dann zum Lesen. Oder aber nutze dann, was weiß ich, manchmal entfällt mir eine Stunde und da lese ich dann oder wie auch immer. Also ich finde mittlerweile so ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Auch am Wochenende, wenn ich dann irgendwelche Wege erledige, wenn ich zu Freunden fahre oder so. Oder zu meiner Familie, da lese ich dann häufig in Bus, Bahn, was auch immer. Und ja, wobei ich sagen muss, dass 2 Bücher bei mir eigentlich eher eine Tagesgeschichte waren. Also das war wirklich so, ich hatte einfach Zeit an dem Tag. Es waren beides, glaube ich, Samstage. Und da habe ich mich hingesetzt, habe gelesen und habe nicht mehr aufgehört und dann war ich fertig. Aber die anderen beiden Bücher, ja, dazu einfach, also die anderen beiden Bücher habe ich quasi vor der Schule angefangen zu lesen. Da ging es dann noch mit der Arbeit, weil da habe ich am Nachmittag aufgehört und gut war es. Also ja, ich habe 4 Bücher gelesen, 2 davon an einem Tag und die restlichen 2 vor der Schule. Also bevor die Schule angefangen hat überhaupt. Ja. Okay. Aber Hauptsache 4 Bücher, oder? Ich mache mir doch absolut keinen Stress. Wenn es mal weniger werden, werden es weniger. Jetzt habe ich im Oktober dann Prüfungsphase. Ist dann einfach so. So. Aber jetzt fangen wir wirklich an. Ich habe euch jetzt, ich glaube, 4 Minuten zugelabert mit irgendwelchem privaten Stuss, den wahrscheinlich kein Mensch interessiert. Deswegen fangen wir an. Und zwar Die 7 Tode von Evelyn Hardcastle von Stuart Todd. Es wäre vielleicht besser, wenn ich das Buch in diese Richtung halte. Ach, das spiegelt. Wird schon irgendwie gehen. Ja, das Buch stand ja auch auf der Leseliste. Und zwar geht es hier, ich möchte euch nicht zu viel verraten, denn ein gewisser Aspekt dieser Geschichte, finde ich, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man ihn beim Lesen herausfindet und nicht gesagt bekommt. Und zwar geht es hier um die Familie Hardcastle. Und die hat eine Tochter namens Evelyn. Und diese Familie veranstaltet einen riesigen Maskenball auf ihrem Anwesen. Und am Ende des Abends wird die Tochter sterben. Aber das nicht einmal, sondern Tag für Tag, so lang, bis geklärt ist, wer der Mörder ist. Also ich muss sagen, das war eines der wenigen Bücher, die ich in der letzten Zeit so intensiv gelesen habe. Denn das Buch hat mich so gepackt. Und das, obwohl es eigentlich nicht mal einen leichten Schreibstil hat. Also der Autor schreibt hier, ich kann das gar nicht beschreiben. Ihr müsstet euch hierzu, glaube ich, die Leseprobe durchlesen, um zu verstehen, was ich meine. Aber wir starten schon mal sehr ausschweifend. Also manchmal sind hier Erklärungen drinnen und Beschreibungen von Wäldern und Situationen, die so vielleicht gar nicht nötig gewesen wären für den Inhalt des Buches, aber das macht das Ganze sehr atmosphärisch. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist,
Ich nutze Skobel zwischendurch immer mal wieder, weil ich zum Beispiel nicht alles kaufen möchte. Also zum Beispiel gerade, wenn ich irgendwie Interesse an einem gewissen Sachbuch habe, nutze ich oft Skobel, da das Sachbuch bei mir sowieso verstaubt. Also ich lese es zwar dann, aber dann steht es hier und steht und steht und steht und es greift kein Mensch mehr an. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte eigentlich nur die Informationen draus ziehen, die ich haben möchte. Und dann, ja, dann brauche ich es ja nicht mehr. Deswegen nutze ich dann oft Skobe. Und für das Buch hier habe ich mir auch Skobe geholt. Denn ich wollte eigentlich immer weiterlesen. Und wenn ich dann zum Beispiel unterwegs war und irgendwie nur zwei Stationen mit der Bahn gefahren bin oder so, dann lohnt es sich für mich oft nicht, das Buch rauszuholen. Denn das ist ja dann schwachsinnig. Da bin ich länger am Buch rausholen als am Lesen. Also wahrscheinlich, wenn ich es draußen habe, kann ich es wieder einpacken. Und deswegen habe ich dann Skobe genutzt, um am Handy einfach weiterzulesen. Das ist natürlich sehr praktisch, denn das Handy habe ich sowieso in der Hand. Auch wenn ich nur zwei Stationen fahre, weil irgendwas muss ich ja tun. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, falsche Generation. Anstatt aus dem Fenster zu starren, starre ich dann lieber auf Facebook oder Instagram herum oder irgendwie was Produktives zu machen, Instagram und Facebook. Und deswegen habe ich mir dann Skoda geholt für die Zeit. Denn in dieser Zeit habe ich dann einfach, wenn es kurze Strecken waren, wenn ich kurz irgendwie wo stand und gewartet habe, weiß ich nicht, 3 Minuten auf die Bahn und zwei Stationen gefahren, habe ich in Skoda bei dem Buch weitergelesen. Oder auch am Abend, weil ich habe leider keine wirkliche Lampe, die geeignet ist fürs Bett. Also ich habe zwar eine, aber die ist doch relativ hell und irgendwie blöd. Und ich weiß nicht, die nervt mich irgendwie. Und deswegen habe ich dann auch abends im Bett so weiterlesen können, was natürlich irgendwie fatal für meinen Schlaf war, weil ich habe dann gesagt, ja, okay, zwei Seiten noch oder okay, das Kapitel noch. Die Kapitel sind hier aber relativ lang, also war fatal für meinen Schlaf, aber ich habe dieses Buch hier wirklich genossen. Es ist wirklich eine Geschichte und wahrscheinlich, wenn man wirklich aufmerksam liest und wirklich aufpasst beim Lesen und alle Zusammenhänge irgendwie zusammenführt, kommt man vielleicht auf die Lösung. Ich muss aber sagen, ich kam es nicht. Also da waren so viele Eindrücke dabei und so viel, was irgendwie nachher relevant wurde oder auch plötzlich nicht mehr relevant war, wo man dachte, das wäre relevant. Ja, also ich wäre nie im Leben wahrscheinlich auf diese Lösung gekommen, aber ich muss sagen, ich habe das Buch wirklich, wirklich gern gelesen. Es ist jetzt kein direktes Highlight, weil dafür war es mir dann doch an gewissen Stellen etwas zu lang oder zu trocken, weil ich viel nicht verstanden habe. Also oft waren da Situationen dabei, die im Endeffekt keine Relevanz hatten für das Ergebnis, aber anscheinend doch wichtig waren oder doch für die Spannung gesorgt haben oder was auch immer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, sie waren hier drin. Deswegen kein komplettes Highlight, aber ich habe es wirklich gern gelesen und ich würde es jedem empfehlen, der gerne auch mal nicht ganz so leichte Literatur liest, also leicht in dem Sinne vom Schreibstil. Denn wie gesagt, wir haben hier schon einen sehr ausschweifenden Schreibstil, einen nicht ganz so leichten Schreibstil. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich es vor der Schulzeit gelesen habe, denn während der Schulzeit hätte ich es nie geschafft. Da habe ich den Kopf nicht dafür gehabt, da habe ich die Zeit nicht dafür, um so eine Art von Buch zu lesen. Es ist doch sehr aufwendiges zu lesen. Man muss sehr konzentriert bei der Sache sein, weil einem sonst Dinge entgehen, weil man sonst Zusammenhänge nicht mehr versteht und so. Also, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mich heute nicht richtig ausdrücken. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, das ich beendet habe. Und zwar den dritten Teil einer Reihe. Und zwar Das Leben, das uns bleibt von Susan Pfeffer. Der erste Teil ist, glaube ich, die Welt, wie wir sie, die Welt, die uns bleibt oder so. Und die dann die Verlorenen von New York. Ich weiß aber leider nicht, wie die Reihe im Prinzip heißt. Also ich kenne den Reihennamen leider nicht. Auf jeden Fall geht es hier um. Ja, um wen geht es hier eigentlich? So genau kann ich euch das gar nicht sagen, denn das ist ein bisschen verstrickt. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass der Mond von einem Asteroiden, glaube ich, getroffen wird und seine Umlaufbahn verlässt. Und das hat verheerende Katastrophen für die Erde und die Menschen. Es kommt zu Naturkatastrophen. Die ganze Menschheit dreht quasi durch und wird verrückt. Und niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Und im Prinzip ist das die Geschichte. Wir verfolgen im ersten Band Miranda, glaube ich. Im zweiten Band jemand anderem und hier läuft dann quasi alles irgendwie zusammen. Ja, ich muss sagen, ich fand das Buch hier besser als den zweiten Band, aber ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden. Also es ist halt, wie soll ich sagen, eine typische Jugendbuchgeschichte. Sehr leicht, sehr einfach, sehr verständlich. Das ist natürlich für mich gut gewesen, denn so konnte ich das Buch so nebenbei lesen und habe nicht wirklich auf irgendwas aufpassen müssen, sondern ich habe das einfach so nebenbei gemacht. Auf der anderen Seite war es natürlich, ja, irgendwie, ich kann euch das nicht erklären. Ich habe das Gefühl, entweder ich bin zu alt für diese Reihe oder ich habe zu viel davor gelesen, was so in diese Richtung Apokalypse geht. Denn kann man das als Apokalypse bezeichnen? Ich weiß es nicht. Aber es war hier einfach alles sehr oberflächlich, sehr trocken, sehr wenig Tiefgang.
Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was ich so genau dazu sagen soll, eben weil es so, es hat auch keinen Eindruck hinterlassen. Also, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, um was ging es genau in diesem Band? Ich hätte sehr wenig Zusammenhänge. Also, ich glaube, wenn ich jetzt, ich müsste erstmal wieder so ein bisschen reinblättern, um zu schauen, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Also, es hat hier sehr wenig Eindruck hinterlassen. Ich könnte euch gar nicht mehr so genau sagen, was mich gestört hat und warum es mich gestört hat, weil es einfach, es ist weg. Es ist wie, als ich weiß, ich habe das Buch gelesen. Ich habe einen Grundbaustein zur Geschichte, zu allen drei Bänden, aber ich weiß nicht. Also es hat auch sehr wenig Eindruck hinterlassen. So, dann kommen wir zu einem Buch, das ich gerade eben auch erst bekommen habe. Ich glaube, das Avellan-Packing dazu ist online. Oder ich hoffe, es ist online. Und zwar Atme von Judith Merchant. Hilfe. Das Buch habe ich an einem einzigen Tag beendet. Ja, das habe ich irgendwie zusammengebracht. Ich weiß selbst nicht so genau wie. Denn das Buch hat knappe 370 Seiten, glaube ich. Ich schaue ganz kurz nach. Ja, 370 Seiten in etwa. Und das habe ich an einem Tag so weggesuchtet. Aber kurz, worum es geht. Und zwar, es geht um Nele. Und Nele hat endlich ihre große Liebe Ben getroffen. Und die beiden sind gemeinsam in einer Boutique. Sie probiert ein Kleid an und als sie aus der Umkleide kommt, ist Ben plötzlich verschwunden. Nele macht sich natürlich sofort auf die Suche nach ihm, denn er geht auch nicht mehr ans Handy. Und warum sollte er plötzlich spurlos verschwinden, während sie 5 Minuten in der Umkleide ist? Wo ist er hin? Irgendwas muss passiert sein und sie macht sich auf die Suche und macht sich Sorgen, aber sie erreicht ihn nicht und sie findet ihn auch nicht. Er ist einfach spurlos weg, wie vom Erdboden verschluckt. Und als sie keinen Ausweg mehr sieht, muss sie sich an Flo wenden, Bens noch Frau oder fast schon Ex-Frau. Naja, wie man es nimmt. Und gemeinsam mit ihr versucht sie Ben zu finden. Doch Nele kommt drauf, sie kann in diesem Spiel niemandem trauen. Nicht mal Flo, geschweige denn sich selbst. Also ich glaube, dass ich das Buch an einem Tag durchgelesen habe, sagt schon alles. Es war packend, es war spannend und allein dieses Kopfkino, das dabei eintritt, so nach dem Motto, was würde passieren oder was würde ich an Neles Stelle machen? Wenn ich habe ja das Szenario immer und immer wieder im Kopf gehabt. Was würde passieren, wenn mein Freund beim Shoppen gehen, plötzlich spurlos verschwindet. Wie würde ich reagieren? Was würde ich machen? Ich meine, gut, okay, mein Freund hat keine noch Frau, an die ich mich wenden könnte. Aber trotzdem, allein dieses Szenario im Kopf, und plötzlich ist er weg. Und du erreichst ihn nicht mehr, du weißt nicht, was ist passiert, du findest ihn nicht. Kein Mensch weiß, wo er hin ist. Oder keiner sagt dir, wo er ist, selbst wenn er es wüsste. Also, das ist, allein dieses Szenario im Kopf ist so gruselig, dass das hier einfach die Spannung überträgt. Und ich habe mit Nele wirklich mitgefiebert und war da wirklich auch voll dabei. Was natürlich auch ein Vorteil ist, ist, dass die Kapitel sehr, sehr kurz sind. Also es ist wirklich so, okay, ich lese noch ein Kapitel, bevor ich das und das mache. Und okay, ich lese noch eins und ich lese noch eins und ich lese noch eins. Und irgendwann ist dieses Buch plötzlich vorbei. Ich war hier wirklich sehr gespannt, denn auch der Schreibstil ist sehr, ja, er hatte was Atmosphärisches, aber es war so locker und leicht. Es war einfach so zum Weglesen, so. Auch das hier kann, also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, denn, also ich habe es wirklich gern gelesen, es ist kein Highlight, es ist zwar ein sehr guter Thriller, aber es ist auf jeden Fall kein Highlight, so jetzt mal so zum sagen dafür. Das schaffen Thriller eher selten, dass sie bei mir zum Highlight werden. Was hier auch noch eine sehr gute Zusammenfassung einer Meinung ist, lese ich euch mal ganz kurz vor. Wenn die Liebe zum Höllentrip wird. Judith Merchant inszeniert in diesem hochkarätigen psychologischen Thriller ein so packendes wie raffiniertes Fixierspiel voller doppelter Böden und verblüffender Wendungen. Und das unterschreibe ich. Es gibt hier so viele doppelte Böden und so viele Wendungen, dass ich wahrscheinlich auch nie im Leben so auf dieses Ende gekommen wäre. Also das Ende hat mich auch wieder sehr überrascht und gut, okay, vielleicht habe ich es auch einfach nicht aufmerksam genug gelesen, weil eben in dem Tag durchgesucht hat. Aber es war wirklich gut. Also in meinen Augen hat es sich hier wirklich gelohnt. Und dann zum letzten Buch, das war ich glaube, eine 2-Stunden-Aktion. Und zwar Die letzten Kinder von Schivenborn, Gudrun Pausewang. Also im Prinzip explodiert über Deutschland eine Atombombe. Und von nun an her beherrschen Krankheit, Todesangst und Kriminalität den Alltag. Eine Zukunft gibt es nicht. Die Autorin befasst sich hier quasi mit den Folgen einer Atombombe, die einfach so in die Luft geht. Also man erfährt hier auch nicht, warum genau oder was eigentlich der Auslöser war. Es ist quasi nur klar, dass wir am Ende der 80er Jahre sind. Das wird hier klar, weil es einige Anspielungen auf den Krieg gibt. Aber warum genau diese Atombombe in die Luft ging oder die Atombomben, ist irgendwie nicht klar.
Das Ganze liest sich auch so ein bisschen wie eine typische Schullektüre und ich glaube, das ist es hier auch. Denn die Autorin hat ja, glaube ich, auch Die Wolke geschrieben. Oder Wolke? Ja, genau, sie hat Die Wolke geschrieben. Aber genau, es liest sich so ein bisschen wie so eine Schullektüre. Das muss ich jetzt schon sagen, das ist aber, glaube ich, auch als solches gedacht. Auf jeden Fall, ich habe das Buch halt quasi an einem Nachmittag mal eben durchgelesen, denn es sind ja nur knapp 200 Seiten. Ja, das ist 180, 190 Seiten hat das ganze Schätzchen hier. Das heißt, es ist natürlich für mich relativ schnell zu lesen überhaupt, weil es ja ein Jugendbuch ist. Es ist sehr einfach und locker geschrieben. Die Handlung ist nicht sonderlich komplex, sondern einfach zu verstehen. Dadurch war es natürlich auch schnell gelesen. Natürlich ist die Schrift auch dementsprechend. Es ist relativ groß mit viel Abstand. Ich meine, ihr werdet das jetzt, glaube ich, nicht sehen. Nee, dafür ist es gerade zu hell. Es sind viele Seiten quasi nur mehr, also ja, ich glaube, ihr seht das immer noch nicht. Hier so in dem Stil, da stehen ein paar Wörter drauf und das war's. Es gibt hier auch viele großzügige Absätze und Co. Also es ist hier jetzt nicht so viel Text enthalten. Kurz zur Geschichte. Ja, es ist ein typisches Jugendbuch, ganz klar. Natürlich, es geht hier nicht sonderlich viel in die Tiefe, aber es ist schon so, dass ich glaube, wenn man sich... Ja, wenn man in einem gewissen Alter ist, ist das Buch schon sehr lehrreich und sehr hilfreich. Natürlich alles, was man mir hier erzählt hat über Atombomben und Krankheiten und Co., habe ich natürlich schon tausendfach so gelesen und weiß ich irgendwie auch. Denn natürlich, die Krankheiten, die eine Atombombe hier auslöst, also quasi Strahlenkrankheiten und Co., spielen hier natürlich auch eine Rolle. Das ist natürlich für mich nichts Neues mehr, dass sich da Krankheiten entwickeln und dass da Dinge kaputt gehen und Generationen hinweg quasi was passiert und dass das Leben neu aufgebaut werden muss und so weiter und so fort. Das ist natürlich ganz klar für mich. Für Kinder in dem Alter, für die das gedacht ist, ist es wahrscheinlich sehr lehrreich. Die werden wahrscheinlich auch diese ganzen Zusammenhänge auch einfach verstehen, weil es auch sehr einfach erklärt ist. Für mich war es einfach ein kleiner Snack für zwischendurch, ganz nett zum Lesen, aber jetzt nicht sonderlich lehrreich oder was auch immer. Ich fand es da trotzdem gut, es war ganz nett, aber mehr auch nicht. Und ich kann hier auch gar keine wirkliche Empfehlung oder so aussprechen, weil es für mich eben nur ganz nett war, für mich nicht lehrreich. Aber für Kinder in dem Alter, für die das gedacht ist, also ich schätze jetzt mal so, irgendwo ist im Alter zwischen 12 und 14 wird das gedacht sein. Ich habe davon absolut keine Ahnung, wie man sowas einordnet. Es steht hier leider auch nicht drinnen. Aber ich glaube, für die wird das schon ganz hilfreich und lehrreich sein und die werden damit sicher auch ihren Spaß haben. Ich fand es ganz nett für zwischendurch, wie bereits erwähnt, aber jetzt auch nicht sonderlich aufschlussreich oder was auch immer. Und ich wiederhole mich. Und dann zeige ich euch ein Buch, das ich angefangen habe, aber nicht beendet habe. Und ich sage euch jetzt gleich den Grund dazu, und zwar von Judy B. Cold, Umwege des Lebens. Das ist jetzt so der Schutzumschlag, denn das Buch liegt hier irgendwo angefangen rum. Es ist nämlich so, dass wir hier quasi viel mit den Ausgrabungen in Ägypten zu tun haben. Und das ist quasi so typisch Jodie B. Cold-mäßig, so umfangreich und genau geschildert und so genau erklärt, dass es einfach für mich momentan zu hart ist zum Lesen. Ich brauche bei dem Buch so eine Konzentration, dass ich diese momentan nicht aufbringen kann. Es tut mir zwar wahnsinnig leid für Jodie B. Cold und auch irgendwie tut es mir leid, weil das Buch ein Rezensionsexemplar ist, aber... Ich schaff's gerade nicht. Also ich werde mich jetzt am Wochenende immer mal wieder hinsetzen und ein bisschen darin lesen. Ich bin, glaube ich, gerade mal auf Seite 80 oder so und versuchen, es zu lesen und immer mal wieder so ein Stückchen. Denn dadurch, dass es so eindringlich beschrieben ist, vergisst man auch nicht so leicht, was vorher passiert ist zum Glück. Aber es ist halt einfach für mich unter der Woche fast nicht machbar, weil ich die Konzentration auch am Abend gar nicht mehr habe. Also wenn ich am Abend am Heimweg dann lese, ist das hier ein bisschen zu hart, um es wirklich aufzunehmen und zu verstehen. Deswegen wird das so ein... Ich sag mal, Wochenendbüchlein werden, das ich dann halt hauptsächlich am Wochenende lese. Und ich hoffe, dass ich es dann irgendwann durch habe. Oder wenn ich dann auch unter der Woche vielleicht mal einen kühleren Kopf habe, weil mir, keine Ahnung, der Unterricht entfällt oder weil ich irgendwo eine Pause habe dazwischen, dass ich dann genügend Zeit habe. Aber so wie es jetzt momentan ist, wird das hier wohl noch ein bisschen auf dem Lese-ich-gerade-Stapel verweilen. So, das waren alle vier Bücher, die ich geschafft habe. Ich habe es geschafft, euch das Ganze für 24 Minuten voll zu labern. Ja, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich hoffe, es war halbwegs in Ordnung, dieses Video. Ich komme mir vor, als hätte ich die ganze Zeit nur irgendwelchen Unsinn geschwafelt und hätte mich dauerhaft wiederholt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Erzählt mir doch gerne, was ihr so gelesen habt im Monat September, wie viele Bücher ihr geschafft habt, ob ihr eines der Bücher kennt, die ich gelesen habe und so weiter und so fort. Ich freue mich über einen Austausch in den Kommentaren mit euch und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!